Ja, guten Morgen. Euch allen ein schönes neues 2021. Ich hoffe, ihr habt 2020 genossen. Ich fand es ein bisschen voll, ein bisschen anstrengend, aber es sieht ja so aus, als würde 2021 da ein bisschen entspannter werden. Also, wir machen da weiter, wo wir stehen geblieben sind. Und stehen geblieben heißt, immer dann, wenn es ein freies Thema gibt, mache ich weiter mit Apostelgeschichte. Ich glaube, ich mache das seit 2016. Wir sind inzwischen bei der 26. Predigt angelangt und wir stecken mitten in Apostelgeschichte 17, zweite Missionsreise, Paulus in Athen. Er ist schon mal alleine vorgefahren, er ist ja mit einem Trupp von Missionaren unterwegs, hat seine Missionarskollegen zurückgelassen in Beröa und jetzt ist er da alleine in Athen und stellt sich die Frage, wie kann ich den Athenern das Evangelium predigen? Und das ist eine Aufgabe, die macht ihn so ein ganz klein bisschen wuschig. Er geht da so durch die Stadt, wir lesen mal Apostelgeschichte 17, Vers 16. Während aber Paulus sie, das sind Silas und Timotheus, in Athen erwartete, wurde sein Geist in ihm erregt, da er die Stadt voll von Götzenbildern sah. Paulus ist da, Paulus auf der Missionsreise, Paulus hat den Auftrag von Gott, nach Griechenland das Evangelium zu bringen, geht durch die Stadt, schaut sich das an und sieht dort die Götzenbilder und ja, typisch Missionar. Wenn du dir die Frage stellst, wo ist meine geistliche Gabe, wo ist meine geistliche Berufung? Mein Tipp, schau auf solche Momente, wo du innerlich erregt wirst, wo du den Eindruck hast, die Situation packt mich jetzt, die fordert mich heraus. Also ich kann euch sagen, wo ich am meisten erregt bin. Das hört sich komisch an, aber wenn ich in einem fremden Gottesdienst sitze und jemand predigt schlecht, musst du mich auf dem Stuhl festbinden, weil ich möchte nach vorne rennen, ihn von der Kanzel stoßen und sagen, lass mich es machen. Das ist einfach meins. Da merke ich, ja, schlechte, also kriege ich gar nicht auf die Reihe. Und wenn du so einen Moment hast, wo du sagst, kriege ich gar nicht auf die Reihe, was auch immer das sein mag, nehmen wir an, der Kaffee schmeckt nicht. Und das erregt dich. Dann ist das deine Berufung. Okay, dann denk drüber nach, was erlebe ich da gerade? Warum zeckt mich das so an? Warum lässt mich das nicht ruhig? Wie gesagt, du suchst deine Berufung, du suchst deine geistliche Begabung. Schau nach den Momenten, in denen du eine Leidenschaft entdecken kannst für irgendetwas, die jemand anders so gar nicht hat. Und dann lass dich drauf ein. Das nur so am Rande. Wir machen weiter mit Vers 17. Was macht unser Paulus? Er macht das, was er immer tut. Er unterredete sich nun in der Synagoge mit den Juden und mit den Anbetern und auf dem Markt an jedem Tag mit denen, die gerade herbeikamen. Wir könnten sagen, irgendwie typisch Paulus, er unterhält sich mit den Leuten, fängt in der Synagoge an. Und wenn dich interessiert, was hat er da wohl gesagt, lies nochmal Apostelgeschichte 13 oder hör dir einfach die Predigt aus dieser Reihe auf Frogwords zu Apostelgeschichte 13 nochmal an. Da erleben wir Paulus' erste Missionsreise in Antiochien, in Pisidien, in einer Synagoge und wir merken, wie er dort so eine Predigt aufbaut für Juden. Er unterhält sich mit den, hier steht im Text, Anbetern. Das sind nicht Juden, das sind Heiden, die sich aber zur Synagoge halten, in der Synagoge dort Interesse haben an dem Gott Israels. Den Sprung ins Judentum, also den Sprung hin zu echten Proselyten werden, das sich aber noch nicht trauen, mit denen unterhält er sich auch. Und dann trifft er Leute auf dem Markt. Mein Eindruck ist, Paulus fängt einfach mal an zu reden, sich zu unterhalten, in Bereiche vorzustoßen, die er kennt und auch in Bereiche, die er nicht so kennt. Ich vermute auch, er benutzt die Argumente, die er schon hat. Und dann schaut er, was sind hier so für Leute am Start? Und tatsächlich ist Athen ein recht besonderes Pflaster. Athen steht nämlich für zwei Hauptströmungen der antiken Welt. Einerseits für den Götzendienst, hatten wir gerade schon,
andererseits aber auch für Philosophie. Und so trifft Paulus hier auf heidnische Philosophen und nicht auf irgendwelche, sondern auf die zwei Richtungen, die es nicht schadet, ich will nicht sagen zu kennen, aber das hat ein bisschen was mit Allgemeinbildung zu tun, dass man die beiden schon mal gehört hat. Okay, also jetzt gibt es 3,5 Minuten Allgemeinbildung und wir starten mit Vers 18. Aber auch einige der epikureischen und stoischen Philosophen griffen ihn an und einige sagten, was will wohl dieser Schwätzer sagen? Epikureer und Stoiker. Das sind die beiden Richtungen. Wie würde man die beschreiben? Die sind sehr unterschiedlich. Epikureer, fangen wir mit denen an. Merkt euch bei den Epikureern eine Sache. Epikureer sind die Entspannten. Kann man sich leicht merken. Epikureer, das sind die, die haben eine Lebensmaxim, die lautet ungefähr so, genieße das Leben. Aber, und das ist wichtig, dass wir es nicht falsch verstehen, genieße das Leben auf eine möglichst stressfreie, entspannte Weise. Man kann genießen und dann jeden Morgen mit einem Kater aufwachen und irgendwo dann sich durch den Tag schleppen, das wäre null epikureisch. Ein Epikureer wäre jemand, der sagt, wie viel Genuss an welcher Stelle tut mir so richtig gut, um so ganz gechillt durchs Leben zu fließen. Das wäre der Epikureer. Ansonsten, Epikureer sind total modern, sie glaubten an Atome. Sie hielten Materie für ewig. In ihrem System gibt es keinen Schöpfer. Mit dem Tod ist alles aus. Und es gibt kein Gericht nach dem Tod. Das waren die Epikureer, die Entspannten. Eine Richtung. Andere Richtung, Stoiker. Stoisch, das verwenden wir noch das Wort, wenn jemand stoisch etwas tut, dann lässt er sich davon nicht abbringen. Ein Stoiker, das waren die Tugendhaften. Deren Welt drehte sich wirklich um Vernunft. Also Universum war eine vernünftige Kette, Ursache, Wirkung, Ursache, Wirkung. Das ging immer so weiter. Und das waberte so ganz gemütlich, vernünftig Richtung Vorsehung. Einziges Ziel im Leben, in diesem super vernünftigen Universum, wo alles Sinn macht, tugendhaft zu leben und sich nicht aufregen. Und wenn dann bei aller Tugendhaftigkeit das Leben trotzdem nicht so erfolgreich läuft, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte, kein Problem, die Vorsehung hat immer recht, bleib entspannt, keep cool. Es gibt, da waren sie sich nicht ganz einig, vielleicht sogar noch einen zweiten und einen dritten Durchlauf. So erste Gedanken der Reinkarnation sind da auch in dieser philosophischen Strömung mit verarbeitet. So, wir könnten tiefer einsteigen, machen wir nicht. Ihr wisst, Epikureer die Entspannten, Stoiker die Vernünftigen. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, Paulus trifft auf diese Strömungen auf dem Marktplatz, unterhält sich mit denen und das kann nur schief gehen. Ja, du gehst zu so einem Epikureer und sagst übrigens, dein Lebensziel ist albern und Edge, es gibt doch ein Gericht nach dem Tod. Oder gehst zu einem Stoiker und sagst übrigens, nicht die Vorsehung entscheidet darüber, was gut ist, sondern Gott. Und das, was du die vernünftigste aller Welten hältst, ja, wo du denkst, mehr Vernunft geht nicht, falsch. Das ist eine gefallene Schöpfung mit einem Ablaufdatum, Ende. Wir merken, damit macht man sich keine Freunde. Ja, wenn du dem anderen sagst, das, was du glaubst, ist eigentlich Nonsens. Und der sagt, Entschuldigung, mich gibt es aber schon ein paar hundert Jahre. Ich bin das Ergebnis von viel Nachdenken. Und hier gibt es viele in der Stadt, die genau so denken. Deswegen endet der Vers dann ja auch mit, was will wohl dieser Schwätzer uns sagen? Und dann lese ich mal weiter. Andere aber, er scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein, weil er das Evangelium von Jesus und der Auferstehung verkündigte. Ein Moment für mich immer wieder zum Schmunzeln. Er scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein. Paulus auf dem Markt unterhält sich mit Leuten über das Evangelium. Und ich glaube, wir sind uns alle hier einig, wenn einer das kann, dann ist es Paulus. Also wenn uns das mal schwerfällt, dass ich meinem Arbeitskollegen nicht gleich erklären kann, wie das mit dem Evangelium ist. Wir würden doch sagen, Paulus ist der Mann schlechthin, wenn es darum geht, das Evangelium zu predigen, oder? Ja, müssen wir einfach sagen.
Und jetzt hier, er predigt und sie verstehen es komplett falsch. Also so komplett falsch, wie man sich es nur falsch vorstellen kann. Das heißt, wenn du das nächste Mal mit deinem Arbeitskollegen über das Evangelium redest und er geht danach aus dem Gespräch raus und glaubt, dass du vielleicht glaubst, dass es den Osterhasen gibt und den Weihnachtsmann. Und denkst, habe ich doch gar nicht gesagt. Fühl dich in guter Gesellschaft. Paulus ist genau das passiert. Er predigt ihnen das Evangelium und das, was ankommt auf der anderen Seite ist, der verkündigt uns fremde Götter. Denkst du, wie kann denn das ankommen? Wie heißen denn die beiden Götter, die hören? Das eine ist Jesus. Denke mir, das geht noch irgendwie. Und der andere Gott heißt Auferstehung. Sagst du, hallo? Das kann doch Paulus gar nicht gepredigt. Nee, hat er auch nicht. Jesus als Gott, das passt gut in so ein heidnisches Denken. Vielleicht kennt ihr so die Sagen von Herakles, der wird am Ende, also so Mensch, Held, Gott. So eine Entwicklung. Und man kann sich vorstellen, wenn Paulus über Jesus erzählt, dass so einem heidnischen Hirn so eine Herakles-Geschichte abläuft. Mensch, Held, Gott. Also das kriegen wir noch hin. Aber wie kann man das Evangelium falsch verstehen und am Ende sagen, die Auferstehung ist auch ein Gott? Das geht doch gar nicht. Doch, irgendwie geht das schon. Hier an der Stelle ist das Paulus passiert. Und die Tatsache, dass sie nicht so richtig checken, was Paulus ihnen eigentlich sagen will, macht jetzt Paulus als Person für sie nicht uninteressant, sondern interessant. Wir lesen die Verse 19 bis 21. Und sie ergriffen ihn, führten ihn zum Areopag. Der Areopag ist in Athen einfach ein Felsen. Und auf dem Felsen ist ein Versammlungsort. Da tagte der oberste Rat und da konnte man sich halt unter der Woche auch so treffen. Führten ihn zum Areopag und sagten, können wir erfahren, was diese neue Lehre ist, von der du redest? Denn du bringst etwas Fremdes vor unsere Ohren. Wir möchten nun wissen, was das sein mag. Alle Athener aber und die Fremden, die sich da aufhielten, brachten ihre Zeit mit nichts anderem zu, als etwas Neues zu sagen und zu hören. Hätten die Athener Handys gehabt, dann hätten sie ständig drauf geschaut. Ja? Ihr Leben dreht sich um Neues. Neues hören, Neues sagen, up-to-date sein. Wissen, was gerade so läuft in der ganzen Welt. Und jetzt habe ich diesen Paulus, der passt da unheimlich gut rein. Und ich glaube, diese Idee, immer alles zu wissen, was gerade läuft, sehr modern. Und von daher ist das, was wir jetzt die nächsten drei Predigten miteinander betrachten wollen, nämlich diese Predigt des Paulus auf dem Areopag, etwas, was uns selber helfen kann, in der Auseinandersetzung mit der Frage, wie kann ich den Leuten um mich herum das Evangelium predigen? Wie mache ich sowas? Was sind da für Tipps in der Bibel? Und ein Tipp, den wir ableiten können hiervon, das ist die Frage, wo fange ich an? Also Paulus auf dem Areopag, das ist eine spontane Predigt. Der ist nicht morgens aufgestanden, na hoffentlich bitten die mich heute, dass ich mal eine Predigt. Nee. Der kam dahin, hat geredet und mit einem Mal gibt es eine Bewegung und er findet sich wieder vor Leuten, die sagen, jetzt erklär es uns nochmal in Ruhe. Wir haben es einfach nicht verstanden. Wir checken nicht, was du da willst. Aber wir wären grundsätzlich bereit zuzuhören. Wie halte ich eine evangelistische Predigt vor Heiden? Und das ist etwas, was wir vielleicht öfter tun müssen in unserem Leben, als uns das lieb ist, weil wir haben es mit Heiden im Allgemeinen zu tun. Wie steige ich da ein? Wo fange ich an, wenn jemand mich bittet, zu erklären, woran ich glaube? Wie mache ich das? Ich möchte heute einen Punkt euch zeigen und lese dazu mal die Verse 22 und 23. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach, Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer betrachtete, fand ich auch einen Altar, an dem die Aufschrift war, einem unbekannten Gott.
Was ihr nun ohne es zu kennen verehrt, das verkündige ich euch. Das ist sein Einstieg in eine evangelistische Predigt. Fangen wir ganz behutsam an. Man hat den Eindruck, wenn man dem so zuhört, als hätte Paulus den ersten Petrusbrief gelesen. Letztes Jahr hatten wir einen Hauskreis hier in der Gemeinde zum Thema Apologetik, Verteidigung des Glaubens. Und wir haben uns dabei einen Vers angeschaut, der für Leute, die über den eigenen Glauben reden, super wichtig ist. 1. Petrus Kapitel 3, Verse 15 und 16. Da heißt es: Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Also wenn jemand kommt und sagt, sag mal, wie ist das bei dir mit dem Glauben, kannst du mir das nochmal erklären? Dann wäre es falsch zu sagen, nee, mache ich nicht. Sondern dann darf man sich freuen, darf sagen, na klar, was würdest du denn gerne wissen? Und jetzt kommt Vers 16, aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. Also wenn wir reden, dann dürfen wir freundlich bleiben dabei. Wir wissen, dass Paulus beim Anblick der Götzenbilder erregt war. Aber bei allem Aufgebrachtsein über das Heidentum sieht er noch mehr als die Götzenbilder. Er sieht die Sehnsucht, die hinter den Götzenbildern steckt. Und deswegen kann er an dieser Stelle erstmal mit Sanftmut und mit Ehrerbietung antworten. Er muss bei aller Erregtheit, bei allem Sauersein, er muss nicht grob werden. Wenn ich grob werde, zeige ich immer nur, dass es mir an Liebe und wahrscheinlich auch an Selbstbeherrschung fehlt. Statt grob und unbeherrscht, sollte ich lieber klug und freundlich sein. Das gilt immer, aber das gilt vor allem, wenn es um evangelistische Gespräche geht. Nochmal die Verse 22 und 23. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach: Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben seid, denn als ich umherging und eure Heiligtümer betrachtete, fand ich auch einen Altar, an dem die Aufschrift war, einem unbekannten Gott. Was Paulus hier tut, ist, er beschreibt das, was er wahrnimmt. Und was er wahrnimmt, ist eine Gottergebenheit. Und jetzt könnte man sagen, Jürgen, ganz ehrlich, das ist doch kein Einstieg in eine evangelistische Predigt. Also die Beschäftigung der Athener mit heidnischen Göttern, mit diesen ganzen dämonischen Ritualen, mit diesem ganzen Okkultismus, das ist doch Teil des Problems, das ist doch nicht Teil der Lösung. Die Leute in Athen sind so hingegeben, dass sie, ich würde mal sagen, vorsichtshalber einem unbekannten Gott auch gleich noch einen Altar. So nach dem Motto, damit wir auch wirklich keinen vergessen, gibt es einen Altar extra. Für alle die Götter, die sich jetzt von uns irgendwie mies behandelt fühlen, weil wir nicht explizit ihnen einen Altar gebaut haben. Das kann doch nicht dein Ernst sein, dass du so ein Thema nimmst als Einstieg in eine evangelistische Predigt. Wie kann Paulus da überhaupt nur ein gutes Wort verlieren? Und die Antwort ist die: In dem, was ein Mensch tut, offenbart sich immer etwas von seiner Sehnsucht nach wahrem Leben. Ich sage das nochmal: In dem, was der Mensch tut, offenbart sich immer etwas von seiner Sehnsucht nach wahrem Leben. Also vielleicht weiß der Mensch nicht, wenn er ohne Gott unterwegs ist, wo und wie er dieses Leben finden kann. Aber die Art, wie er lebt, ist immer ein Ausdruck dieser Sehnsucht. Jedenfalls kann man das sagen, solange ein Mensch sich noch nicht aufgegeben hat. Und in diesem Sinn ist Religiosität, und sei sie wie in einer polytheistischen Gesellschaft oder bei den heidnischen Philosophen, total verquer
und unbiblisch und irgendwie auch ganz, ganz weit weg von der Wahrheit. Trotzdem ist unsere Spiritualität Ausdruck davon, dass wir in uns die Fähigkeit tragen, dem Göttlichen mit Anbetung und mit Ehrfurcht zu begegnen. Und diese Fähigkeit, dem Göttlichen begegnen zu können, da eine Verbindung aufzubauen, diese Fähigkeit hat Gott uns gegeben, damit wir ihm begegnen können. Wisst ihr, der Teufel kann immer nur nehmen an Gutem, was Gott gegeben hat, und es ins Gegenteil verkehren. Aber letztlich kann selbst der Satanist mit seinen ganzen satanistischen Ritualen nur durch das, was er tut, zeigen, dass auch in ihm das Potenzial liegt, Gott zu begegnen. Und jetzt möchte ich etwas verallgemeinern. Die Frage, die im Raum steht, ist, wie starte ich ein evangelistisches Gespräch mit Heiden? Und Paulus fängt an bei dem, was er wahrnimmt. Und ich möchte jetzt, weil ihr könnt nicht durch Oberkrämer gehen und sagen, ich sah all die Götzenbilder und es erregte meine Seele. Das wird nicht funktionieren. Also müssen wir, wenn wir durch unsere Gesellschaft gehen, andere Dinge wahrnehmen. Der Punkt ist, wir können alles das, was wir wahrnehmen, wir können das benutzen, um einen Einstieg zu schaffen in ein Gespräch über Gott. Weil das, was Menschen leben, Ausdruck ihrer Sehnsucht ist. Versteht ihr das? Und ich mache das jetzt an einem Beispiel. Ich mache es an dem Beispiel Serien schauen. Okay, wir verlassen jetzt mal kurz die Götzenbilder, weil die für Oberkrämer keine Relevanz haben für unsere Gesellschaft. Wir nehmen aus unserer Gesellschaft einen Aspekt raus, der mir persönlich auffällt, Serien schauen. Meine Frau hat zu Weihnachten 10 Staffeln Unsere kleine Farm geschenkt bekommen. Als Unsere kleine Farm lief, gab es 3 Programme im Fernsehen. Es gab, Achtung, das ist für die Jungen ganz interessant, kein Internet. Und eine Serie wie Unsere kleine Farm war so etwas wie Allgemeingut. Die kannte jeder, zumindest im Westen. Denn wir hatten ja auch noch keine Wiedervereinigung. Heute habe ich Privatfernsehen, das gibt es übrigens erst seit 1983, Kleine Farm lief so 70er, Anfang 80er. Wir haben YouTube, wir haben Streamingdienste, wir haben Videos-on-Demand-Portale und wir haben Serien ohne Ende. Also Serien schauen ist Teil unserer kulturellen Identität geworden. Jeder oder fast jeder schaut Serien. Und es geht mir tatsächlich jetzt nicht darum, ob das gut ist. Also ob Serien meine Seele vergiften oder mir Zeit rauben, die ich vielleicht als Jünger Jesu anders verbringen sollte. Es geht mir um die Frage, was steckt hinter Serien schauen. Welche Sehnsucht nehme ich wahr, die mir als Einstieg in ein Gespräch über das Evangelium dienen könnte? Und mir geht es bei Serien wie Paulus mit den Götzenbildern. Bei manchen Serien kriege ich wirklich so einen Hals, wenn ich mir vorstelle, welche Inhalte da transportiert werden oder wie Gott damit schlecht gemacht wird. Ich könnte wirklich erbrechen bei manchen. Und trotzdem die Frage, wie kann ich Serien schauen, was Kulturgut ist? Wie kann ich das als Einstieg über den Glauben verwenden? Und nochmal das, was wir jetzt mit Serien schauen durchspielen, kannst du genauso machen für diese Essgeschichten. Ja, jeder will gutes Essen haben, jeder will gesund sein, Wellness, Sport, Urlaub, Karriere. Hinter all diesen Dingen, die Menschen tun, womit sie ihr Leben füllen, steckt eine Sehnsucht, die im Grunde nur durch die Begegnung mit Gott gestillt werden kann. Und wir spielen das jetzt einmal bei Serien schauen durch. Frage: Welche Sehnsucht steckt hinter Serienschauen? Für mich steckt hinter Serienschauen
eine Sehnsucht nach Frieden und Sicherheit. Jetzt denkst du dir vielleicht, okay, das kannst du nur sagen, weil du noch nie Serien geschaut hast wie Harper's Island, Game of Thrones, Into the Badlands und was es sonst noch an brutalen Sachen gibt. Stimmt. Ich habe das schon angedeutet. Ich glaube, dass es meiner Beziehung zum Heiligen Geist nicht gut tut, Böses oder Perverses anzuschauen. Und ich glaube, dass man besser seine eigene Seele nicht quält mit dem, was man sich anschaut und anhört. Das hat Lot in Sodom gemacht und das ging nicht gut aus. Da steckt eine Gefahr dahinter. Das glaube ich alles. Aber ich glaube auch, dass Serien ein Anknüpfungspunkt sein können für den Glauben. Also ich möchte, dass wir von Paulus zwei Dinge lernen. Auf der einen Seite, er ist gegen die dämonisch unterwanderte Kultur seiner Zeit. Das macht ihn sauer. Und so darfst du zu Recht sauer sein und solltest das auch sein, wenn du die Serienlandschaft betrachtest. Ja, die Serienlandschaft ist in weiten Teilen dämonische Verführung pur. Was sonst? Sie ist meistenteils eine Anbetung von Rache, Sex, Gewalt, Perversion und Gottlosigkeit. Biblisch betrachtet sind die meisten Serien das Gegenteil von flieht die Unzucht, enthaltet euch der fleischlichen Lüste, treibt nicht Vorsorge für das Fleisch. Das ist alles richtig. Aber ich möchte, dass wir da nicht stehen bleiben. Ich muss mich damit ja nicht besudeln. Paulus wäre auch nicht in einen Götzentempel gegangen. Und trotzdem benutzt er das, was er sieht, die Götzentempel, die Altäre, die Statuen. Er benutzt das, was er wahrnimmt, als Einstieg in ein Gespräch über den Glauben. Und das ist der zweite Aspekt, den wir von ihm lernen können. Also wenn ich so will, sei sauer und denke nach. Sei sauer und denke nach. Halte dich mit Jakobus 1, Vers 27 unbefleckt von dieser Welt. Und denk auch nach. Denk darüber nach, wie du diese Kultur erlebst und wie das, was du erlebst, verbunden ist mit Gott. Also ich behaupte, es ist eine Sehnsucht nach Frieden und Sicherheit oder anders ausgedrückt, eine Sehnsucht danach, das Leben zu beherrschen, wenn man Serien schaut. Ich schaue nämlich Serien und weiß, die sind nicht real. Und das bedeutet, ich kann vorspulen. Ja, da kommt irgendwas, was ich nicht so mag. Vorbei. Ich kann, wenn es mir zu blöd kommt, einfach ausschalten. Da gibt es einen Knopf. Ich kann, wenn mir das jetzt alles zu spannend wird und ich sage, ich brauche jetzt irgendwie was für mal ein bisschen so emo-mäßig mehr, ja, so, ja, dann wechsle ich einfach, zack, rüber. Und schon habe ich alles im Griff. Versteht ihr? Serien schauen heißt, ich habe den Teil meines Lebens im Griff. Mein normales Leben, naja, Corona habe ich nicht so richtig im Griff. Lockdown, meine Kinder, meine Chefin, mein Cholesterinspiegel. Versteht ihr, das sind alles so Sachen, da kommt das reale Leben auf mich zu und ich merke, weiß ich nicht so genau, ob ich das immer alles so im Griff habe, wie ich mir das wünsche. Genau genommen habe ich es gerade nicht so weit im Griff, wie ich mir das wünsche. Aber dann habe ich meine Serien. Ja? Und schon läuft die Welt so, wie ich sie mir vorstelle. Und an dieser Stelle möchte ich, dass wir etwas wahrnehmen und jetzt überlegen, okay, wenn das stimmt, die Frage, wie bringe ich Gott ins Spiel? Denn wenn das stimmt, dass Serien schauen, abschalten, dass das eigentlich so eine Flucht ist aus einer Realität, die mir Angst macht, die mir zu grob erscheint, die mir zu unbeherrschbar erscheint. Ist das dann nicht so,
dass Gott eigentlich derjenige sein möchte und hoffentlich in unserem Leben das auch ist, der diese Sehnsucht nach Sicherheit und Geborgenheit und Frieden stillt. Also wenn da eine Sehnsucht zum Ausdruck kommt, eine Sehnsucht, die irregeleitet ist, ja, aber steckt hinter dieser Sehnsucht nicht gleichzeitig auch die Möglichkeit, mit Menschen darüber zu reden, dass es einen gibt, der diese Sehnsucht in ihrem Leben stillen will? Das ist das, was Paulus tut. Er sieht die Götzenbilder und er fängt an mit: Ich sehe eure Gottergebenheit. Da ist etwas. Ihr seid schon auf der richtigen Spur. Ich sehe euer Serienschauen. Hey, da ist etwas. Ihr seid schon auf der richtigen Spur. Wie kann ich ein evangelistisches Gespräch beginnen, nachdem ich mir angeschaut habe, womit Heiden ihre Zeit vergeuden? Ich habe euch ein fiktives evangelistisches Gespräch zum Schluss dieser Predigt mitgebracht. So würde ich das machen. Also, das würde vielleicht so anfangen. Sag mal, hast du dir schon mal überlegt, warum so viele Leute Serien schauen? Ja, ich kenne sogar Christen, die mehr Serien schauen als beten. Muss ich das mal vorstellen? Ich denke, wir mögen Serien so sehr, weil sie uns in eine andere Welt abtauchen lassen. In eine Welt, wo die Geschichte einfach immer gut ausgeht. Ganz ehrlich, mir geht es so. Wenn ich so einen richtig stressigen Tag habe, dann setze ich mich abends gerne hin und schaue so eine Serie Hawaii 5-0. Einfach eine Serie. Warum? Immer die gleiche Geschichte. Die Bösewichte gewinnen nie und am Ende gehen die guten Shrimps essen. Das ist einfach so. Und das entspannt mich. Und irgendwann ist mir klar geworden, ist schon komisch. Wenn ich darüber nachdenke, warum mir das so gefällt, dann merke ich, dass ich einfach nicht für eine Welt gemacht bin, in der das Böse so real ist. Ich sehne mich nach Berechenbarkeit. Ich sehne mich danach, dass das Gute wie selbstverständlich siegt. Ich sehne mich tatsächlich nach Frieden. Und ich glaube ein bisschen, dass es jedem Menschen so geht. Und weißt du, das ist der Grund dafür, warum ich so gerne Christ bin. Jesus nimmt mir genau diese Angst vor dem, was kommt. Bei ihm finde ich tatsächlich in einem Maß Frieden und Geborgenheit und Sicherheit. Das ist einfach irre. Ich finde genau das, wonach sich meine Seele im Innersten sehnt. Und ich habe den Eindruck, ich bin nicht für diese Welt gemacht. Ich bin irgendwie für eine Welt gemacht, wo immer die Sonne scheint und wo es gar nichts Böses mehr gibt. So, und wenn du an diesem Punkt angekommen bist, wir sind ja nur im Einstieg über ein evangelistisches Gespräch. Ich hoffe, ich habe dich noch. Was habe ich gemacht? Ich nehme Serienschauen und ich merke, hinter Serienschauen steht die Sehnsucht, etwas beherrschen zu können. Zumindest glaube ich, dass das dahinter steht. Ich merke, dass selbst in meinem Leben sich das widerspiegelt. Und ich kann in ein evangelistisches Gespräch einsteigen und sagen, schau mal, ist das nicht merkwürdig? Alle machen das. Warum denn? Und ich habe für mich entschieden, oh, mir gibt es das und das. Aber eigentlich habe ich in meinem Leben schon etwas, was diese Sehnsucht, die diese Serien stillen, viel mehr stillt. Ich habe nämlich Jesus. Und wenn ich da angekommen bin, du bist nur in einem Einstieg über ein evangelistisches Gespräch, könntest du weitermachen, könntest sagen, hey, mir sind diese Zusammenhänge schon eine Weile klar. Ich habe mich Anfang 20 bekehrt. Soll ich dir mal erzählen, wie Jesus genau das in mein Leben hineingebracht hat? Und schon kannst du dein Zeugnis erzählen und kannst jemandem erklären, wie du Christ geworden bist. Was hast du heute gelernt? Paulus auf dem Areopag, Einstieg in ein evangelistisches Gespräch, fang mit dem an, was der Zuhörer kennt. Schau an, wie er lebt und finde einen guten Einstieg. Und etwas, was immer als Einstieg taugt, ist die Kultur, in der wir leben, weil sie Ausdruck der tiefsten Sehnsüchte der Menschen ist. Und von daher gönn dir diesen Doppelpack. Reg dich auf über das, was in dieser Welt richtig bäh ist. Und dann nimmst du das, worüber du dich gerade aufgeregt hast und überlegst, warum machen die Menschen das? Und stellst mit Erleichterung fest, dass sie es deshalb tun, weil dahinter eine Sehnsucht steckt, die Gott in deinem Leben längst gestillt hat. Und das wird dir einerseits helfen, von dem Bäh zu lassen,
weil das natürlich auch dich versucht. Und andererseits wird es dir einen Einstieg schenken in ein evangelistisches Gespräch, wo du Menschen zeigen kannst, hey, ich habe das, was du dir eigentlich wünschst. Und Paulus hat genau das auf dem Areopag getan und wir sollten von ihm das lernen. Amen.